sozusagen daran erinnern, weil ich glaube, 1590 erleben wir heute nicht unbedingt solche Aufträge. Nee. Mann, der Nigron Blazer. Hallo. Hallo. Der Herbert. Was ist denn jetzt schon wieder los hier mit meinem... Ich verstehe das nicht. Mein Geld ist irgendwie andauernd weg, dann ist es wieder da und dann ist es wieder weg. Das ist so komisch. Ich weiß nicht, woran es liegt. Einen weiteren Händler. Oh yeah. Wieso mache ich denn jetzt so viel Minus? Ich verstehe das nicht. Oh, ja, der gerade die Option, ist normalerweise so ein Hauptgrund. Englische. Was ist der Hauptgrund? Ne, Overextension ist doch sonst meistens ein Problem, wenn man. Ich habe aber nichts overextended, okay. Dank der blöden Toskana. Ach so. Aber Overextension ist ja hammer lustig. Transfer so komplett runter. Nö, Handel ist eigentlich alles genauso wie es vorher auch war. Ich weiß auch nicht, woher das jetzt auf einmal kommt. Wundert mich jetzt ein bisschen. Vielleicht ist irgendein Modifier oder sowas ausgelaufen. Kein Plan. Ich hab nichts gemacht. Gründet eine Allianz mit Großbritannien. Sagt wer? Meine Mission. Also die ich nicht, noch nicht angenommen habe, die ich annehmen könnte. Was? Ich habe gerade irgendwas in Spanien gesehen. Spanien gemacht. Spanien hat einen Keks gebacken. Keks gebaut? Also ich habe eine Kolonie fertiggestellt und dann habe ich direkt 100 Prestige bekommen. Bekomme ich für jede Kolonie. Kolonie. Ne, keine Ahnung. Hat dem ist ja Geld sparen zumindest. Da war ja was. Und jetzt tut mir einen Gefallen, Revolten. Keine Revolten. Haha, mein Leader ist gestorben. Religious Turmoil. Plus ein Stabilität. Gleich wieder aufgehoben. Super Sache. Oh, ich bin nicht so der Fan vom neuen Leader, 063. Du Glückliche. Das kann er, kommst du mal kurz nach Neapel. Ich hab meinen Vasallen gegenüber aggressive Expansion. Du hast das ja nochmal. Achso, du bist das. Okay. Das ist aber schon alt, der Vasallen. Geht der hin? Achso, der geht zu den Ottomanen. Warum nicht voller Annexion, Mixer? Oh, ist das dein Ernst? Kannst du mich langsam anhören? Hier hat es natürlich auch so ein Ding, wo echt. Das ist so ein Flussgebiet. Wie du steht nur aus Fluss eigentlich, denke ich. Läufst du die ganze Zeit durch. Bist die ganze Zeit mit den Füßen rum. Fünf Flüsse gehen ja durch oder so. Eigentlich sind es nur drei. Oder das Krieg gegen Böhmen, Mann. Mir nicht aufgefallen. Ihr habt schon. Kurze Frage, ist die Grenze direkt bei 20 oder muss es über 20 sein? Aggressive Expansion. Um rein zu joinen, 20,0 aufwärts. Dann hat Repeat nämlich schon einen gehabt. Ja, hätte ich das nicht gesehen, sonst wäre ich einfach das keiner drin geblieben, aber. Nee, ich habe nämlich genau 20 bei dir. Ich weiß, deswegen bin ich reingegangen bei dir. Ja, da haben wir doch gefragt, ob es 20 plus oder zu über 20 was? Ist. Wieder Bauern. Ja, ich bin davon ausgegangen, dass das 20, also wenn 20, dann ist auch 20.
Ist ja nicht über 20. Was ist hier? Meine Hüte. Revolte an Revolte. Wieso ist eigentlich die Bretagne bitteschön mittlerweile eine Republik? Wie ist das passiert? Da waren Leute, als sie nur noch ein Staat waren. Also ein Provinzstaat. Wann das passiert ist, ist mir klar. Nur warum? Und durch wen ist mir auch klar. Jetzt ist mein Geld schon wieder weg, ey. What the heck? Mal schön annehmen. Anse? Ja, was? Bahn. Ah, ich weiß, woran es gelegen hat. Ja, warum? Okay. Danke, aber warum? Bei Baum. Jens, kurz auf K. Ey, ja, jetzt mal ganz ehrlich. Was ist los? Hm? Ja, dann. Was ist los, Manu? Was ist denn, Manu? Will er jetzt nicht sagen. Ja. Das ist geheim. Ja. Ja. Was ist denn los? Erzähl doch mal. Du weißt es. Hä? Du müsstest es wissen. Ich weiß nicht mal, worum es geht. Gut. Gut. Okay. Doch, ich weiß meine es, Gebäude sehen dafür ziemlich witzig aus, muss ich sagen. Stress. Was ist mit deinen Gebäuden? Sie sehen witzig aus, diese Bildchen. Die Artworks. Lol. Ich habe gerade mit 3,7 Armee-Tradition einen 3-3er-General bekommen. Ach, wie süß. Oh, voll verdient, muss ich sagen. Ja, ist richtig. Ja gut, ich kann ja keinen Krieg führen. Was soll ich denn machen? Wen soll ich denn angreifen? Bretagne. Ja, danke, danke, Eier. Danke, Bauklotz. Das hilft mir wirklich sehr weiter, muss ich sagen. Ich würde sie angreifen, wenn du deinem Untergebenen sagst, dass er da mal aufhören soll. Wer ist mein Untergebener und was soll ich dem sagen? Ja, natürlich. Ganz toll. Tolles Event. Verlieren 7 Dukaten. Hä? Du hast 7 Dukaten? Ja, verliere ich entweder irgendeinen Einbuß oder verliere 7 Dukaten.
Lass mich mal kurz überlegen. Was denn? Die Fuggers kommen nach Spanien. Was wollen die, Mann? Das ist cool. Ich verliere 1 Stabilität und habe bis zum Tode meines Herrschers minus 1 Punkte auf irgendwelche Kreditprozente. Ich bin jetzt selbst bereit. Heirate dich? Warte mal, ja, gleich. Ich muss noch eine Sache machen. Alles leise jetzt auf einmal. Ja. Unerhört. Ja. Und er überlebt. 70% Function auf meinen Nachfolger stirbt und er überlebt. Wenn er immer überleben soll, dann stirbt er. Standard. Karl von Hannover, der ist natürlich nicht mehr so geil wie deine ganzen Herrscher davor, ne? Ja, ich hatte nur einen Herrscher davor, der so geil war. Das war der 655. Davor hatte ich einen 125. Weil du militärisch geil. Falsches Herrscherhaus. Hm. Nein, Schweden, ich will nichts mit dir zu tun haben. Warum verstehst du es nicht? Doch einfach. Ich könnte mir von Schweden Handelsmacht snacken, aber irgendwie bringt mir das nicht viel. Toskana in Welt nach Friese. Area 1 verbessert die Beziehung mit mir, habe ich gehört. Ich bin so ein Händler. Ich habe eine Personalunion mit Kazan.
Irgendwo mitten in Russland. Hä, what the heck? Sehen wir, sind, komm. Wie ist denn das passiert? Keine Ahnung, ich habe mit denen keine... Muslime, wir müssen, glaube ich, mal reden. Was ist nicht meine Personalunion? Meins. Forever. Pete, du kannst ja gerne auf einen Krieg hinauslaufen lassen. Okay, fühlt sich aber immer ziemlich selbstbewusst, weil er den Türken spielt. Was? Der hat die scheiß Beziehung. Du hast schon wieder nicht die Beziehung verbessert, ey, Junge. Na, also. Junge! Mann, wenn der Preis stimmt, Repeat, weißt du? Ja, was willst denn du haben? Also, ich bin jetzt noch gerade andersweitig beschäftigt, danach kann ich es dir dann sagen. Ich kann es ja nicht einfach losschlagen, oder? Nein. Ja, Litauen hat, ihre Hauptstadt ist aristokratisch, läuft bei denen. Ich meine, die haben 11.000 Soldaten, das ist nicht wenig. Ich will eine Personalunion über Uzbek, das wäre schön. Boah, ey, meine Kolonie macht tatsächlich einen Offensivkrieg, ey, ist legendär. Gegen die Indianer oder was? Ajo, gegen die Indianer. Tale of Trias beginnt. Was habe ich gerade gesagt? Ey. Quatsch. Quatsch einfach nur, was ich gerade gesagt habe. Totaler Quatsch. Oh, Österreich hat noch 40.000 Truppen. Echt? Vasallen? Nee. Österreich hat ja, weil Sachsen bei ist. Weil Sachsen bei ist. Deswegen haben sie noch 40.000 Truppen. Sachsen allein steht 12.000. Anna, kommst du? Wird das einfach so OP. Haben wir mit CS Mächten Diplomatik Insult geschickt? Ja. Ja, das, ja. Der ist ziemlich provokant, oder? Ja. Man, siehst du meine Grenzen zu ihm? Er hat sich nur einfach eingeschleppt. Jetzt ist einfach er mitten in meinem Land. Er ist so einfach reingesnackt, ey. Das geht gar nicht, Mann. Ja. Guck dir das mal an, wie das aussieht. Was dagegen unternehmen. Ja, es juckt nur niemanden, wenn hier hinten so ein paar Base-Tags-Provinzen von. Wobei, das sind gar nicht mal so schlechte Provinzen. Hm. Ja. Eisen. Ja, aber die Provinzen, die er genommen hat, sind 6-6. Ja, ich habe auch relativ gute Provinzen da noch. Wie kann man eigentlich Sachen frei zwingen, die dann gleich zu einem Ding werden, zu einem Vasallen? Gar nicht. Provinzen nehmen und dann im Frieden die zum Vasallen machen. Okay, so einfach.
Warum greifst du die Karte da? Keiner? Unterstützt lieber den Portugiesen da. Was auch immer der Idiot hier macht, aber. Wieso, was macht er denn? Ist das dein der belagert in Österreich? In dieser Republik? Sorry, ich hab dich unterbrochen. Ja, Leute. Erbgehoben. Noch Adli gibt es in meinem Land, so viel wie ich getötet habe. Oh, Schweden. Wie Otter? Schweden ist bei dir. Was ist Schweden? Bei den Russen angekommen. Aber das fliegt jetzt bis nach Hause. Sitze mich in Litauen, verschluckt. Großen bösen Russland. Ja. Nein. Von Putin 2.0. Er nennt ihn auch Repeat. Aber Befehlshaber, welcher ist denn jetzt verreckt? Oh, okay. Machbar. Wow. Ja, das ist eindeutig machbar. In Preußen betreibt es ganz normale Außenpolitik, so wie immer. Was? Gar nichts. Generell gut. Ich finde das lustig, dass Schweden immer noch mit Zeitdruck 11 hat. Das ist ein Arsch. Bin ich nie die Geiz tun. Ja. Dem gleiche Farbe wie ich, man. Aber bei mir liegt es an was anderem. Oben die Portugiesen werden wieder angegriffen. Man sieht eindeutig, was das. Westeuropa, echt Westeuropa ist bei den wegen den ganzen Technologien. Gunner hat sich ernsthaft doch zu uns geholt, really. Scheiße. Das war ja schon die ganze Zeit sein Vasalle, ja. Sonst hätte ich das ja schon längst annektiert. Venedig. Ja. Immerhin konnte ich das ein Provinz Britannien. Schweden retten. Hat den coolsten Admiral, aber 001. Ist das ein Provinz Britannien gerettet? Mist. Das ist mein Vasalle jetzt. Zumindest kurzfristig. Also du hast ihn echt tief vasalisiert. Ich dachte, du hast jetzt angegriffen. Ja, was hast du denn gedacht? Hast du gedacht, ich lasse den Toskana in den Rest nee, ich dachte, du greifst ihn an oder so. Wie soll ich ihn denn angreifen? Dann hätte ich ja euch alle bekämpfen müssen. Was, wieso war Unabhängigkeit da? Ich hab keine. Ja, natürlich. Okay, Unabhängigkeit garantieren. Ansonsten wären sie schon längst integriert. Denk ich mir auch so. Kana, was willst du von Savoy haben? Liss. Das ist so unlogisch. Wie, weißt du, meine Kolonien, ich habe die gegründet vor 2 Jahren und jetzt bekomme ich das Event, kulturelle Bindungen werden schwächer und sie bekommt amerikanische Kulturgruppe. Das ist so unlogisch. Das ist so unlogisch einfach nur. Einen Rivalen reinsetzen, warum kann ich nur einen Rivalen reinsetzen? Die Engländer kommen da an und dann so, ah ja, okay, wir leben jetzt ein Jahr in der neuen Welt, okay, andere Kultur. Den nehme ich denn jetzt als Rivalen rein? Russland. Wen hast du denn bisher? Hast du schon. Die Türken? Jetzt habt ihr eine Grenze. Sehr große Grenze, ja. Ja. Grenze ist Grenze. Ja, jetzt hat aber 2 männliche Spieler als Rivalen. Ich frage mich die ganze Zeit, warum ich die dann als Rivalen reinmachen kann, aber ich sie nicht. Anu? Warten. So, Anu. So. Der Papst greift an. Mein Erbe ist gestorben. Und mein neuer Erbe hat genau die gleichen Stats. Das ist richtig cool. Und
wann kommt Area 51? Ach du Scheiße, ich war die ganze Zeit lang gemutet. Ja, okay, gib mir Kuh näher. Oh. Ich hab mich schon gefragt, hey, what the fuck, wieso antworten die nicht? Fühlte mich schon voll gemobbt. Oh, Klott, hast du eigentlich Afrika als deine Kolonialdings genommen? Also hast du. Was Nein. Hast du... Ach so, ja, okay, nee, ich hab mich. Das war kriegerisch. Ja, ich sehe gerade, das war portugiesisch, ich hab mich nur gewundert. Die Frage ist aber schon mal aufgekommen, aber ja. Ja, das war aber schon portugiesisch. Ach, wie groß ist. Pi, du kannst wieder aus der Koalition raus. Alles klar. Ich mach da auch so einen Tanz. Der Ägypter. Nee. Württemberg fordert schon wieder Sinn. Ja, Württemberg, der einen Provinz. Württemberg. Ach, das ja, macht Spanien. Mir. Kannst du mal die Freibeuter aus meinem Handel nehmen? Aus Spanien. Lieber Spanien, verpiss dich. Die Hanse. Oder wenn ich vor Ort. Ich würde jetzt nicht unbedingt so sagen, aber ja. Na, scheiß Caps Lock. So. Schweden ist echt so geil, weißt du? Die ganze Zeit Bündnis, Bündnis, Bündnis und jetzt.